Hallo Helgert, hallo Luisa, Ja, hallo. Wir sind wieder beim Osterbasteln noch. Es gibt so viele Ideen, die wir hier, wie ihr sehen könnt. Jetzt ist die Idee aus Modelliermasse, die lufttrocknend ist. Es ist jetzt nur ein Beispiel, wir wollen hier nicht Schleichwerbung machen. Lustige Hühner zu machen. Man kann natürlich auch Häschen oder irgendwas anderes machen, aber... Ach so, ja, wir können Häschen machen. Ja, kann man auch. Also war jetzt nur mal eine Idee. Aber Hühner oder sowas geht ja immer. Die kann man dann auch die ganze Zeit auch weiter stehen lassen, sag ich mal, wenn man sie für die Wohnung nimmt. Ja. Dazu, Helgert, erzähl mal, was muss Luisa machen? Ich knautsche hier immer einfach schon mal. Luisa muss sich als erstes eine Modelliermasse kaufen. Die kann man in Weiß kaufen oder wir haben hier Grauton. Da wir den aber nachher farblich gestalten, wäre das jetzt egal. So, dann wird der so plastisch gedrückt und geknetet, wie ihr nur könnt. Und dann könnt ihr anfangen, entweder ihr macht diesen kleinen Hühnerhof oder jetzt kam die Idee, dass wir eventuell einen Osterhäschen machen. Und was machst du, Luisa? Machst du einen? Ich mache jetzt einen Hasen. Du machst auch einen Hasen. Na gut, dann mache ich einen... Ich versuche einen Huhn, aber ich glaube, mit dem Ding ist es nicht mehr so, aber... Ja, und jetzt ist ganz einfach, stellt euch vor, wie ein Huhn aussieht und ist jetzt natürlich wieder eine Ansichtssache. Ihr seht selber, was wir da gemacht haben. Wir haben einmal den Hahn nach hinten gucken lassen, weil der sich um seine Hühner bemühen muss. Und so wie ich das von den Bauern erfahren habe, reicht ein Hahn, um viele, viele Hühner glücklich zu machen. Mhm. Das ist ja mal richtig. Da haben wir dann einfach mal gesagt, guck, wo deine Hühner sind. So, und dann formen wir. Und ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr das ein bisschen feucht macht, also mit dem Finger einfach nur, dann haben wir nachher richtig glatte Oberfläche. Sehe ich schon, bei mir wird es ein Hahn. Bei mir wird es bestimmt ein Hahn. Tatsache, man kann das wirklich schön. Ja. Also ihr könnt wirklich mit dieser Modelliermasse, könnt ihr unwahrscheinlich viele schöne Sachen machen. Und das Schöne ist, wenn ihr fertig seid, werden die Luft getrocknet. Bei den Hühnern habe ich sie 4-5 Tage wirklich stehen lassen, bevor ich sie dann angemalt habe. Denn wenn ihr sie früher in die Hand nimmt, kann es durchaus möglich sein, dass die noch nicht durchgetrocknet sind. Also 3 Tage, denke ich, solltet ihr Mindesttrocknungszeit. Und was nimmst du dann für eine Farbe? Weil das glänzt auch so. Hast du die nochmal extra lackiert, Helga? Also ihr könnt jetzt ganz einfach Schulfarben nehmen. Acrylfarben. Ja, okay. Und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet und dass die glänzen sollen, dann einfach einen Lack. Dass ihr den entweder mit Nagellack kann man den farblos kannst cool. du die überstreichen. Oder du kaufst dann im Baumarkt einen richtigen Lack. Jetzt habe ich dann sozusagen die Acrylfarbe raufgemacht, Helgert. Wie lange lasse ich die trocknen, bevor ich mit dem Nagellack dann rübergehe? Die sind innerhalb von einer Stunde ist alles trocken. Ah, cool, dann muss ich da nicht mehr so lange. Nein. Da kannst du hintereinander wegarbeiten. Hm. So, was macht unser Häschen? Warte, Häschen. Oh, und sogar noch ein Korb. Mit Korb, cool, 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 super.